Ah ja, der hat Bunky-Attacken bei. Ist das der Wiedererlernen oder ist das jetzt einfach nur ein ganz verschiedener Attack? Aha, rechte Hand. Eigentlich keine wirklich netten Attacken. Aber es sind wirklich die Wiedererlehrer, weil Sandwirbel haben wir ja vergessen lassen. Ne, bei Krypto-Pokémon geht das nicht. Interessant, aber wir brauchen eigentlich keine davon. Ja, das haben wir gerade gesagt. Ja, hab ich verstanden. Ich will nur heilen, also. Hallo! Willkommen auf dem Server. Meinst du? Naja, sind wir im Augenblick die Öffentlichkeit nicht geöffnet. Also in Arealen befindet sich gerade das Anfängertraining statt. Oh, du bist nicht zum Training gekommen. Du möchtest also Guardio um einem unserer Arealleiter. Guardio leitet das Anfängertraining. Er ist gerade drin. Wenn du es eilig hast, dann lasse ich dich hinein. Oh, jetzt kommen wir billiges Anfängertraining. Das heißt, wir müssen ein ganzes Areal machen. Das ist immer so lange. Prima, wenn du keine Coupons, weil das nur das Anfängertraining ist. Na gut. Mira. Oh nein. Wenn das wirklich der... Ich erinnere mich noch an Colosseum, an eine Mira. Wenn das wirklich die gleiche ist... Ich erinnere mich noch an den Namen, ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber ich glaube, die Areal-Leute haben sich bis seit vor 5 Jahren nicht verändert. Ich probier's mal so rum. Ja. Wenn's One-Hits werden, dann ist mir das eigentlich relativ wumpe. In 2 Leveln haben wir eine Attacke, die wir nicht einsetzen werden, weil wir eine stärkere vorher schon bekommen. Eigentlich voll übermächtig dann. Das Moveset von Blitzer habe ich eigentlich schon komplett zusammengesucht. Biss wird dabei sein. Die anderen erzähle ich euch noch nicht. Also Biss wird am Ende dabei sein, weil es eine spezielle Attacke ist und Blitzer ein spezieller Sweeper ist. Ganz einfache Methode. Blitzer ist auch eigentlich der geeignetste spezielle Sweeper von allen Evoli-Entwicklungen. Denn ihr müsst wissen, das kann ich euch mal erklären, alle Evoli-Entwicklungen haben alle am Ende die gleichen Werte von Angriff, Verteidigung, Spezialverteidigung, Init und KP. Aber in unterschiedlicher Variation. Also jeder hat einen Wert auf 130, einen Wert auf 110, einen Wert auf 65 etc. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Nur halt in verschiedener Verteilung. Die maximalen Werte sind einmal 110 und einmal 130. So, und Blitzer hat halt die Kombination daraus, dass die 130 auf der Initiative ist und die 110 auf dem Spezialangriff. Und das dementsprechend ist Blitzer der stärkste Sweeper unter allen. Weil er super schnell ist und trotzdem unter zweitbesten Wert einen Spezialangriff hat. Aquana hat den 130er Wert, soweit ich weiß, in den KP. Und dementsprechend hat es super Verteidigungswerte. Und Blitzer hat. Flamara hat den 130er Wert im Angriff. Hat dementsprechend einen enorm hohen Angriff, aber keine Attacken, die den Angriff fördern. Höchstens Biss. Ja, nicht mal. Weil Biss ist ja in der Generation auch noch speziell. Sprich, Flamara hat keine wirkliche Attacke, die den Angriff unterstützt. Und ist dementsprechend eigentlich ziemlich schlecht. Kratzvogel können wir mal leeren. Besser als Heilung. Und dementsprechend... ist von den dreien keiner wirklich so gut. Psyana und Nachtara haben den Vorteil, dass ihre größten Werte in der Verteidigung liegen. Ja,
Ja, Nachtara ist nur dementsprechend verteidigend, weil der zweite ebenfalls im zwei anderen Verteidigungswert liegt. Also Nachtara hat den 130er in Spezialverteidigung und den 110er in Verteidigung. Übrigens nur Halbwissen, ne? Also wenn ich da ein bisschen was falsch liege, also grob geschätzt ist es richtig, so wie ich sage. Also nicht auf bare Münze nehmen, aber so ungefähr. Bei Psyana ist nur der 130er-Wert in der anderen Verteidigung, aber der 110er ist woanders. Dementsprechend ist Psyana auch nicht so verteidigend. Hat aber als Psycho-Pokémon immer schon so einen richtigen Draufklopper dank Psychokinese und so. Und ja, weiter geht's ja nicht. Fulipurba und Glaciola. Glaciola hat, glaube ich, den 130er-Wert im Spezialangriff, was es zu dem Pokémon macht, das den mächtigsten Eisstrahl aller nicht-legendären Pokémon hat, dank der Step und dem super hohen Spezialangriff. Bei Fulipurba bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Und Felinara ist halt... habe ich auch keine Schirme. Verstehst du, in einem Doppelkampf ist es wichtig, dass du die Fähigkeiten zweier Pokémon auch aneinander abstimmst. Alles klar, Galio. Ich glaube, ich verstehe es jetzt. Nanu, bist du ein Wettkampfteilnehmer? Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber der Wettkampf findet erst später statt. Wir trainieren ihn gerade. Wie? Sophos hat dich geschickt? Ach, du willst wissen, was ich in der Wüste sah. Ich verstehe. Ich werde dir gerne berichten, was ich weiß. Aber vorher hatte ich eine kleine Bitte. Ich habe den Eindruck, dass du bist ein erstklassiger Trainer. Ich bin mir sicher, dass du dass ich mich nicht täusche. Also, könntest du, bitte, um das Anfängertraining abzuschließen, gegen meinen Schützling hier kämpfen? Natürlich. Mal gerne. Bodo, an Bodo erinnere ich mich auch noch. Bodo mit Dodo. Genau. Das sind wirklich 1 zu 1 die gleichen Sachen. Dementsprechend sind die Evoli-Entwicklungen eigentlich ziemlich OP, aber jeweils in ihrer Konstellation. Also wer sich wirklich Evoli-Entwicklungen züchten will, auch wirklich turnierfähig, sollte darüber nachdenken, denn alle sind in ihrer Weise ziemlich stark. Außer Flamara. Weil Flamara jetzt eigentlich nur einen Flammenblitz dazu bekommen hat. Seit der 6. Generation und der ist ja selbst zerstörerisch ein bisschen. Dementsprechend... Na! Dodo, da steh auf, Männchen. Zack. Na, ein Level noch. Übrigens, was werde ich dann mit den anderen Krypto-Pokémon machen, ne? Also die Coupons sammeln, sodass Blitzer noch keine Überlevelung bekommt. Und Teddy Ursa genauso wenig. Das heißt dann, Ladybug und Pfiffchen werden das dann immer reißen. Ich werde da, denke ich, mal ewig dran sitzen. Und das wird in der nächsten Aufnahme auch noch nicht fertig sein. Aber das mache ich dann immer so nebenbei, wenn mir langweilig ist. So, ja, genau wie ich vermutete. Das war ein exzellenter Kampf. Ich hätte große Lust, auch in das Geschehen einzusteigen. Aber wir müssen reden. Doch hier ist nicht der richtige Ort dazu. Gehen wir zum Empfang. In der Wüste südlich von hier gibt es ein Krypto-Forschungslabor. Sie existiert seit dem Krypto-Vorfall. Sie lag lange Zeit verlassen in der Wüste. Wer sich erinnert, Pokémon Colosseum, darf ich nur mal darauf hinweisen. Doch jüngst habe ich einige fragwürdige Gestalten dort herumschleichen sehen. Dort befand sich das Krypto-Forschungslabor. Naja, dann fahren wir dann nachher mal hin. Fragwürdige Gestalten wurden beim alten Labor in der Wüste im Süden gesichtet. Haben die etwa mit der Entführung von Professor Klein zu tun? Maybe. Okay, scheinbar können wir noch gar nicht erst anfangen damit. Das heißt, wir müssen erst das Krypto-Labor machen und dann können wir erst den du... Oh, guck mal, eine Nachricht. Pokebälle im Handel. Ah ja.
Sophos meldet heute, dass wieder Pokébälle im Handel. Cool. Wie viel haben wir denn noch? Sieben und ein Hyperball. Das heißt, wir sind noch ausgedient. Naja, wir sind jetzt im Kryptolabor. Das heißt, da kriegen wir bestimmt ein paar. Ja, ich kaufe noch ein paar. So 20 oder so. Sollte aber reichen. Und so weiter und so fort. Hallo. Dann kriegen wir auch einen Premierball. Zack. So, vielleicht sogar zwei. Also pro Items. Ne, man kriegt nur nach 10 Einkäufen eines Pokéballs einen Premierball pro Spiel. Leider. Das hat sich ja in X und Y auch gewendet. Da kann man ja Premierbälle kaufen. Finde ich ein bisschen eigentlich ein bisschen schade, weil der Premierball ja immer was Besonderes war. Aber finde ich auch ganz witzig, weil ich fange eigentlich jedes Pokémon nur noch mit dem Premierball, wenn es geht. Einfach nur, weil ich den Premierball ziemlich, ja, Premier finde. Guck mal, wer das ist. Oder was das ist. Joach. Die kennen wir doch. Doch nicht. Irgendwie ein bisschen bunter geworden. Wir sind Sechslinge, in der Tat. Das sind wir. Wir verbreiten Angst und Schrecken im Land. Man nennt uns das die Hexagon-Brüder. Zählt ab. 1, 2, 3, 4, 5. Moment, 5? Das war's. 5? Fehlt da nicht jemand? Das ist schlichtweg unmöglich. Lass uns nochmal versuchen. Zählt ab. 1, 2, 3, 4, 5. Siehst du? Was habe ich gesagt? Irgendjemand fehlt hier. Ach, egal jetzt. Der kommt sicher bald zurück. Unsere Mission lautet wie folgt. Das verdächtige Kind ausfindig und unschädlich machen. Huch! Hey, du Rotznase! Hier ist kein Kinderspielplatz. Wir waren ein Weilchen nicht hier, aber dieses Areal gehörte vor Jahren noch dem Team Krypto. Wenn du nicht aufhörst, hier herumzuschnüffeln, sagen wir es deiner Mami. Und wenn du das nicht willst, dann mach dich bitte besser vom Acker. Bitte. Als ob so ein Verbrecher-Syndikat bitte sagt. Sieht ja ganz schön verfallen aus. Die Elektrowände sind zerstört. Mal sehen, ob die Itembox von früher noch da ist. Na? Scheinbar nicht. Die stand sonst hier. Die wurde wohl weggeräumt. Hey, du Ratznase, glaub nicht, du könntest uns ignorieren. Müssen wir gegen alle von denen kämpfen. Das kann ja spaßig werden. Ich kann es dir ansehen, dass du, du hast nicht vor, ein braver Junge zu sein und nach Hause zu gehen. Alles klar, dann spiel eben nicht mit. Um ein bisschen, spiel eben mit die... Nee. Dann spiel ich eben mit dir, um uns ein bisschen Zeit zu vertreiben. Also gut, fang da an. Sache bloß. Rubex. Im roten Gewand. Was der wohl für ein Krypto-Pokémon hat. Und Duster oder Schneckmark. Das ist wirklich schwer. Eins von beiden. Na? Und Duster. Puh. Level 17 plus. Alter. Ja. Es
Das kann wehtun. Schneckenmark hat zwar ganz bestimmt weh. Oh oh. Ach, ging. Komm zurück, Hunduster! Okay, war ganz ansehnlich. Nein, Smog! Ich wusste übrigens nicht, dass er so langsam läuft, deswegen kam es zufällig. Und nochmal Biss und nochmal Rückkehr und dann können wir in der nächsten Runde den Pokéball fangen. Und schnell wurde besiegt. So muss das.